Hi und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Und heute fahren wir tatsächlich eine Piaggio Ape. Ja, ich habe einen Lieblings-YouTuber. Der fährt nur Ape, der schraubt nur an Ape rum. Und seit ich diesen Channel gesehen habe, will ich unbedingt eine Ape fahren. Für meinen Channel natürlich. Und ehrlich gesagt, ich bin schon seit meinem 16. Geburtstag keine Ape mehr gefahren. So, kurz Eckdaten. Eine 50er Ape. Hier ist der Vergaser. Und alles Mögliche. Nicht so, wie ich es noch kenne, dass hier hinten der Motor sitzt. Früher war hier der Motor. Und ja, diese Ape ist nicht in einem wirklich perfekten Zustand. Hier, die hat auch Rost. Ja, sie ist nicht neu, ist klar. Das Baujahr, Moment, was für ein Baujahr? Baujahr 2016. What the fuck, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Und jetzt guckt euch das mal an. Das feiere ich ja echt tierisch. Der war campen damit. Drei Zelte da drin, Isomatte. Da hat er den Diesel. Und zwar hat er sich eine Standheizung eingebaut. Ja, also auf die Technik müssen wir jetzt nicht hin, was halt natürlich sehr, 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 sehr geil ist. Seht ihr das? Moment, ich ziehe meinen Helm kurz aus. So, da bin ich wieder. Der hat sich eine Solaranlage drauf gebaut. Und einfach eine Lampe, wie süß. Ja, und für unterwegs, wenn man am Baggersee ist, eine kleine Box, Anlage ist da hinten auch noch. Und ja, ich habe mich gewundert, ich hätte den Kasten eher nach da hinten gebaut, aber das ist jedermanns Sache. Ich feiere auf jeden Fall solche Fahrzeuge, weil man kann viel mit ihnen Praktisches unternehmen. Allerdings der Haken an der Ape ist, sie ist scheiße langweilig. Eine Ape ist scheiße langsam. Ape fahren vom Werk aus 37, 38 km/h steht in den Papieren. Oh, jetzt erstmal einsteigen. Jetzt guckt euch das mal an. Ja. Da muss ich jetzt einsteigen mit Helm. Oh je. Yeah. Oh. Au. Gut, ich bin schon mal drin. Tür zu. So. Und ja, dieses Teil darf man mit Mofa-Führerschein fahren. Diese Ape zumindest. So, jetzt starten wir mal das gute Ding. Zündung. Ich muss den Joke ziehen. Moment. Okay. So, der Joke ist da unten. Die Tür geht einfach auf während der Fahrt. Bevor ich losgefahren bin. So. Neutral. Kupplung. Starten. So, den Choke wieder nach hinten drücken mit dem Fuß. Jawohl. Bremse ist hier, seht ihr das? Jetzt geht die Tür schon wieder auf. Kann man das nicht regeln? Nicht, dass es mir nochmal aufgeht während der Fahrt. Okay, jetzt hält es scheinbar. Okay. Also, Moment. Ich hoffe, ihr seht auch alles. Gut, fahren wir eine Runde. Sehe ich alles frei. Erster Gang rein. Nach hinten schauen. Und los geht's. Erster Gang rein und gemütlich um die Ecke. Woo. Yes! Ich krieg Angst. Ich krieg wirklich Angstzustände. Nein, Spaß.
Vier Gänge hat das Ding. Zack, vierter Gang. Also krasse Sache. Er hat natürlich ein paar Sachen. Wow. Er hat natürlich ein paar Sachen umgebaut. Wie hier eine Halterung. Das da ist für die. Oh, ich muss nach vorne schauen. Für die Standheizung, genau. Das ist voll blöd, mit einer Ape rumzufahren und dann noch einen Helm auf. Ich hoffe, ihr seht auch gut. Mit der Ape kann ich schlecht sagen, ob ihr einen guten Blickwinkel habt oder nicht. Oh yeah. Erster Gang. Oh yes, Mama Mia. Von der Bremse runter sollte ich ja auch. Zweiter Gang. Und das ist ein Dreirad. Total schräg. Ja, Vollgas. Wird das Ding. 40. Natürlich laut Tacho. Ja. Macht wirklich Spaß. Ah, ich habe einen Blinker gefunden, wie beim Roller. Easy. Oh. Jetzt vorsichtig abbiegen. Ja, funktioniert ja. Naja, man ist halt breiter als ein Roller. Langsamer als ein Roller. Aber was spricht für so eine Ape? Naja, so eine Ape bietet sich an, wenn man einkaufen möchte, mit seinen Freunden in den Garten gehen möchte oder an den Baggersee oder einfach nur zelten. Okay. Oder wenn man mit den Jungs zelten gehen will oder viel Gepäck dabei hat, dann kann man mit so einer Ape einige stemmen. Jetzt habe ich aber Angst, dass die Karre umfällt. Ohne Witz. Okay. Hat geklappt. Jesus, man wird so krass von den Leuten angeschaut. Oh shit. Ich habe wirklich Angst, dass das Ding umfällt. So, ich gehe jetzt mal kurz einen Kollegen besuchen. Bis gleich. Aber das Ding macht echt Laune. Das hat ein Radio da unten, habe ich vorhin gerade festgestellt. Das Ding hat einen Ventilator für den Sommer. Eine Heizung auch. Oh, warte, Moment, Bremse. Zack, zack. Boah, ich sehe voll schlecht. Okay. Schon wieder. Jetzt. Ja, also ich kann noch nicht blind fahren. Ich muss immer nachschauen, welchen Gang ich gerade reinmache. Also blind geht es noch nicht vonstatten. Aber sehr geil zu fahren. Wirklich geil. Mit dem Helm ist natürlich ein bisschen nerviger. Also Kurve fahren mit dem Ding. Macht echt keinen Spaß. Scheiße, ich wollte jetzt gerade von der Hauptstraße, von der Straße runter auf dieses Mofa-Weg fahren. Aber wow. Aber ich kann es wirklich nicht schlecht reden. Es macht wirklich Spaß. Es ist natürlich ein bisschen lauter, ja. Mir wurde gesagt, fahr so um die 30 herum.
Und dann ist es sehr angenehm, was die Temperatur, was die Lautstärke betrifft. So. Ui. So eine Ape, echt der Hammer. Ja. Also wenn es draußen regnet, dann lachst du die ganzen Rollerfahrer komplett aus. Du hast zwar den gleichen Motor drin, auch nur 50 Kubik und bist zwar langsamer als ein Mofa, als ein Roller, deutlich langsamer, muss man gleich sagen. So eine Ape ist sehr langsam. Aber ich glaube, da spreche ich für alle Ape-Fahrer. Wenn man eine Ape fährt, dann muss man auch nicht heizen. Ja, dann hat man die Zeit, um die Landschaft herum zu genießen. Also ich finde es auch geil. Das Einzigste, er könnte mal seine Fenster putzen. Wo ist hier so ein Regler? Nein? Hey, guck doch mal. Oh. Da ist auch noch so ein Schalter. Oh. Ah, wow. Luxus. Guckt euch das mal an. So, langsam um die Ecke. Nicht so schnell. Jetzt. Oh, warte. Ich muss das Ding wieder ausstellen. Nein. Nein. Jetzt. Das macht echt Spaß, Leute. Was gibt es über die Ape zu erzählen? Bestimmt einiges. Zweitaktermotor. Wow. Ein Zweitaktermotor, klar. Made by Piaggio. Erster Gang rein. Nach hinten schauen. Achso, die Ape zu fahren und zu schalten ist wirklich, wirklich leicht. So, ich schalte gar nicht mal durch, weil hier möchte ich halten gleich wieder und zu euch mal ein bisschen von außen zeigen. Das ist nicht mein Garten, also perfekt. Boah, kipp ich um? Nein. Ach ja, wusstet ihr... Oh, shit, das war blöd. Wusstet ihr, dass die Ape einen Rückwärtsgang hat? Ich glaube, das ist der Rückwärtsgang. So, aber wie bekomme ich das wieder in den vorderen Gang? Das kläre ich nachher. Jetzt erstmal hier raus. Ihr habt ja gesehen, rückwärts fahren kann man auch. Was das hier ist, ich habe keine Ahnung so richtig. Ich dachte, das sei das Element für die Standheizung. Aber die Standheizung ist hier. Oder ist das das Navi? Ich glaube, das ist eher ein Navi. Funktioniert nicht. Ah, vielleicht nur mit Zündung. Moment. Nö. Naja, auf jeden Fall ist alles vorhanden. Strom, um deine Sachen aufzuladen. Boxen verbaut. Eine schöne Anlage. Ganz schön praktisch. Und wenn es regnet, wird man einfach nicht nass. Das muss ich einfach nochmal wiederholen. Ja, und der Einkaufsmöglichkeiten, überleg mal, ja, ihr habt also kein Problem, wenn ihr da was einkaufen wollt oder so. Mir macht so ein Fahrzeug mega viel Spaß, ja, aber würde ich mir selber eine Ape kaufen? Nein, Mann, ich wohne auf dem total, ja, wäre mir persönlich zu langsam, darum einen Anhänger. Außerdem sind die Ape mega teuer. Und der hat einen Haufen, ich habe nicht mal nachgefragt, was er dafür bezahlt hat, aber ja, so werden Ape verkauft und dann noch für einen Haufen Geld. Guckt euch das mal an, hier, das ist total verzogen, total am Arsch, überall am Rosten, aber das ist normal, das ist Piaggio Ape, die Rosten, wenn sie das Werk verlassen schon, aber ich finde es lustig, vor allem den Aufbau. Ja, das ist ein spezieller Aufbau, den bezahlt man
extra gutes Geld dafür, das weiß ich. Die Dinger sind echt nicht billig. Und er hat diesen Aufbau direkt drauf, der will ihn gar nicht mehr abhaben. Ich persönlich würde eine Ladefläche bevorzugen. Und das Ding würde ich nicht verkaufen, sondern nur ab und zu drauf machen. Aber jeder, wie er will. Aber so eine Ampel wiegt halt einiges. So, kurz Technik. Zweitaktermotor, also normales Benzin. Und irgendwo wird Öl getankt, fragt mich jetzt nicht wo. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. Moment. Seht ihr das? Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Das ist diese Heizung. Upp, wieder Helm an. So, jetzt. So. Wie kriege ich den Gang wieder in den Rückwärtsgang raus? Das wird jetzt auch lustig werden. Kupplung ziehen. Ne? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Alles klar. Handbremse aus. Tür zu. Ibi. Nein, erster Gang. Ich hoffe, euch hat das Video zur Piaggio Ape gefallen. In Weiß. Ein paar Dellen, ein paar Rostflecken gehört zu Piaggio wohl dazu. Da steht meine Piaggio, wird auch ein paar Fotos gemacht. Yeah. Und ich gehe jetzt wieder in den Garten und grille weiter. Euch wünsche ich eine fröhliche Woche. Bleibt gesund und verpasst nicht mein nächstes Video. Und wenn ihr dabei seid, liken, abonnieren oder auch nicht. Ciao.